Klassiker, Lord Finesse ist auch im Chat. Servus an Lofi 38. So, weiß im Chat vielleicht wer wie es steht. Wie spielt wer so? Also die beiden, also die. Ich habe keine Ahnung, Maris, was deren History ist. Es geht ziemlich hin und her. Oh shit. Ich glaube, Zerb gewinnt meistens, ehrlich gesagt. Nerviges Matchup für beide, deswegen ist da glaube ich ziemlich viel Beef dahinter. Oh, die Pivot-Tipps! Digga, das ist doch. Holy schnolly! Boff-Target. 1-0 für Boff, okay, ich nehme alles zurück. Pass auf, seid ihr bereit? Ich habe 2-0 gegen Daniel gewonnen. Nice. Uff, und ich habe Better Rücken verzogen, hart. Leider sich beim Celebrate in den Rücken verstaucht. Können wir spielen? Sekunde. Ja, wenn du Herrschaft gelebt hast, kannst du wenigstens nicht dagegen gewinnen. Aua, aua.
wenn der Querschnitt hier so ist. Ja, dann. Scheiße, das tut total weh, Mann. Wenn das gut hat, ja. Er hat sich schon mal aufgeregt, dass er den Kürbis nicht hingekriegt hat gegen Bird. Wenn es mal eine Weile lang nicht gespielt haben. Aber eigentlich spielen sie oft genug. Wahrscheinlich hat er so öfter, hat er öfter die Übung drin als nicht. Es geht auf jeden Fall öfters bis Game 5 und generell spielen sie auch oft und es gewinnt immer mal wer anders. Schon? Also, es ist ein ziemlich. Das könnte knapp werden hier. Ach doch, ist okay. Jetzt spielst du gegen? Weiß ich gar nicht. Gegen wen spiele ich jetzt? Jay. Loser of Jay. Wo ist Jay? Panda Lightyear Rip. Und vorbei. Das war's. Du hast gut gespielt. Du hast nur gegrabt die ganze Zeit. Du hast im Warm-Up kein Mal gegrabt und du hast nur gegrabt die ganze Zeit. Und ich war so, oh fuck, was ich machen muss, weil das ist leider schon ganz stark. Ich habe im ersten Spiel gemerkt, irgendwie, mir ist das irgendwie aufgefallen mittendrin, dass ich früher bei den Problemen hatte, wenn wir nebeneinander stehen. Also direkt beide öffnen was und dann ein Schild. Und egal was ich mache, irgendwie, kann ich mal irgendwie Auto-Schild weg oder so, schnellst du weiter, grabst du dich, machst du eine Kombo oder so. Und dann hast du mich halt direkt halt. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn ich einfach gar nichts mache, Oberschulter die ganze Zeit, weil Falcon so schnell ist, wenn du halt so nah dran bist, kannst du mich irgendwie nicht richtig treffen. Kann aber man bestimmt, aber ich bin nicht so gut drin, bestimmt. Und dann bin ich halt einfach irgendwie stehen geblieben. Das ist so passiert zwischen dem Warm-Up und jetzt gerade den Game. Das ist im ersten Spiel passiert, diese Realisation. Ich habe leider auch schon gegen Sam so ein bisschen scheiße gespielt, dann war ich so nicht so richtig drin. Okay. Das ist kein Genre, so. Das ist echt gut gespielt. Deutlich besser als sonst in Games. Ja, das, ich glaube, was mir dabei geholfen hat, war das Spiel gegen Panda. Nein, ja. Weil er war so schnell. Ja, der ist wirklich schnell. Ich habe gemerkt, ich bin in den Prevention-Game bin ich auch schneller geworden. Geil. Ja, das ist, wenn man gegen gute Leute spielt. Halt, ne? Gegen dich bin ich dann doch, dass er ein bisschen gewohnt, ein bisschen zu gucken. Ja. Bei Panda war es so, okay, ich muss schneller sein. Drücken, fuck, ich muss irgendwas machen. Dem wollte ich auch nur mal zugucken. Ja, okay. Und das Schlimme war, ich hatte ja früher immer das Problem, wenn ich halt das erste Mal ein Set, deswegen so, oh Gott, ich kann gewinnen, ja, sich dann halt mein Herz hochgeht. Und bei dir, als du auf einem Stock warst, ist es auch passiert? Weil ich habe den Edgeguard links nicht gekriegt, ja. Aber ich habe auch einen Input-Fehler gehabt. Ich wollte eigentlich Moonwalk machen und dann bin ich gesprungen und dann bist du so weit weg. Aber ich komme mich halt beruhigen. Also okay, ruhig. Du hast ja nichts zu verlieren. Nee, ich habe aber tief Luft geholt. Ja doch, das ist dich zu besiegen. Das ist für mich schon nichts. Aber du bist ja der Underdog. Ich hab den Neckbreaker. Ja, keine Ahnung. Und dann hab ich halt gewonnen. Und im zweiten Match, wo du dann auch auf einem Stock warst, da ging's dann nicht. Ich so, oh Gott, ich kann Z gewinnen. 2-0 gegen Juggle. What? Stimmt, am 2-0. Ja, genau. Ja, da hab ich im zweiten Game hab ich schlecht gespielt. Da hat mich auch Battlefield einmal genutzt. Das war traurig. Ich bin immer noch, mein Herz immer noch in Europa, Alter. Trink was. Was ist denn los mit dir jetzt? Nicht zu schlecht, also gar kein Flug. Hat er gut gespielt. Ja, ist auch Hangon, ja. Baumwoll hat die das anders gespielt. Ich habe keine Ahnung, dass man mit Flug gegen Dampf. Ich habe dann zweites Game. Ja, da übrigens, ihr dürft auch auf. Ich habe zweites Game einfach mal falsch genommen, mit so viel. Ja, aber hast du Game Roll? Nee, klar. Ja, ich habe schon Set gespielt und zwar zum Game, weil das ein bisschen gespielt hat. Da habe ich so manchmal so ganz krass Kommentare bekommen, aus Versehen. Und zweimal. Aus Versehen? Ja, aber es gab eben auch. Ich habe auch gerade den Match hier gegeben. Da habe ich auch ein paar Sachen gemacht, wo ich dachte, oh, ich kann das. Ich weiß nicht, ich habe vorher gemerkt, dass ich Edge gar nicht kann. Ja. Das habe ich dann vorhin gesehen. Ja, aber du hast jetzt ganz viele Vorwärts-Matches getroffen, die halt, wo wir ja auch schon bei Dings gesprochen haben, dass es gut ist, weil ich da irgendwie keinen Reaction habe. Und die Grabs, man. Du hast noch nie Grabs verloren. Und zweimal Laser Grab. Und man ist ja so. Normalerweise hat ja keine Funktion, viele Laser zu cashen. Das ist nicht so tragisch. Aber wenn es mal gesagt wird, dann kann ich den Tech Test für den Vortrash. Ja, da sagen wir so auch was, wenn das ist auch nicht ganz. Ich weiß ja noch gar nicht, wo wir anders gespielt haben. Ich habe einfach gerade selber gelaufen. Ich habe ihn mehr gelernt. Ich habe ihn mehr gelernt. Ich habe ihn mehr gelernt. Ich habe ihn mehr gelernt.
aber auch erst, deswegen die waren heute. Menno, was machst du gegen Samus? Beruhigen. Seine Samus ist ein Gimmick, er sucht mehr den Chic halt. Das ist halt einfach wahr. Das ist echt komisch, wenn man anschaut. Das ist halt echt komplett unterschiedlich. Aber der macht ziemlich viele Abis. Das ist halt echt komisch. Ich hab versucht mal zu Edge Garden und dann bin ich selber gestorben. Seth Sunny gegen John Wayne. Ja, er braucht das. Rostin, was ist das Score-Update? Oh, okay. Nevermind.